Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Weihnachtsspecial. Heute an Heiligabend dachte ich mir, hey, ihr wollt vielleicht ein bisschen was über mich erfahren. Deswegen erzähle ich euch mal ein bisschen was über mich. Und zwar genau 10 Fakten. 10, so. Für die Kamera. Und ja, ich weiß nicht, ob es euch wirklich interessiert, aber ich dachte mir, hey, machen wir es einfach mal. Und damit zu Fakt Nummer 1. Ich habe panische Höhenangst. Selbst Treppen gehe ich ungern hinunter, ohne die Hand an einem Geländer, Handlauf, an der Wand oder wo auch immer zu haben. Aber ich gehe eine Treppe sehr selten wirklich in der Mitte runter, wo nichts in der Nähe ist, wo ich mich irgendwie festhalten könnte. Fakt Nummer 2. Ich weiß, dass ich keine schöne Singstimme habe. Ich weiß es wirklich. Auch wenn manche Leute sagen, ich wüsste es nicht. Ich weiß es. Ich singe trotzdem sehr gerne, auch in Gesellschaft. Zum Teil einfach, um diese Gesellschaft zu nerven. Weil die anderen Leuten sehr gerne auf die Nerven. Ist halt so. Damit kommen wir auch schon zu Fakt Nummer 3. Ich liebe schlechte Wortwitze und Doppeldeutigkeiten. Liebe sie abgrundtief. Auch damit gehe ich meinen Mitmenschen sehr gerne auf die Nerven. Fakt Nummer 4. Ich könnte jeden Tag ein Schnitzelgericht essen, ohne dass mir irgendwann Schnitzel zum Hals raushängen. Ja, wie wäre es zum Beispiel mit einem leckeren Rahmschnitzel? Oder sowas. Okay, das war jetzt wieder blöder Wortwitz. Wie auch immer. Fakt Nummer 5. Ich habe häufig Ideen für Fanfictions, bin aber viel zu faul, um mir dafür tatsächlich lange Plots auszudenken. Eine geplant lange Fanfiction, zu der ich jetzt aktuell, glaube ich, 13 Kapitel oder sowas hochgeladen habe, liegt daher seit 3 Jahren auf Eis, weil ich einfach nicht weiß, wo das hingeht und ich habe ein Bock da an der Story weiterzuschreiben. Ja. Schade eigentlich, aber ist leider so. Fakt 6. Im Alter von 15, 16, irgendwas in dem Dreh, war ich komplett abhängig von World of Warcraft. Ich war von diesem Spiel tatsächlich süchtig. Es hat meinen Tagesablauf, ja, eigentlich mein Tagesablauf war Schule, WoW, schlafen, Schule, WoW, schlafen. Mehr habe ich nicht gemacht. Außer Essen und was man eben so macht als Mensch, um zu überleben. Seitdem, also, seit ich von dieser WoW-Sucht, die ich damals hatte, runtergekommen bin, ich habe es alleine geschafft, es ist nie wieder passiert, dass ich von einem Spiel tatsächlich süchtig war. Ich hatte jederzeit bei jedem Spiel danach immer die Möglichkeit zu sagen, so, ich spiele jetzt nicht mehr weiter. Ja, also ich konnte jederzeit aufhören. Fakt Nummer 7. Ich falte mich gern absichtlich anders, als man es von mir erwartet. Ich liebe es, unberechenbar zu sein. Treibt auch einige Leute in den Wahnsinn. Ist aber eine Eigenschaft von mir. Ich hasse es, wenn andere Leute vorhersagen können, was ich mache oder sage. Jedenfalls, wenn es dauerhaft passiert. Mag ich einfach nicht. Deswegen streue ich da ganz gerne mal Sachen ein, die so von mir nicht erwartet werden. Ja, ich glaube, so kann man das am besten ausdrücken. Nummer 8. Ich gehöre zu der Gruppe Männer, die rothaarige Frauen bevorzugt attraktiv finden. Auch ähnliche Farben, Orange, Rosa, wie auch immer, gehören mit dazu. Ich liebe Redheads, ist einfach so. Ob das jetzt naturrote Haare sind, ob das gefärbt ist, scheiß drauf. Sieht super aus. Ich mag es sehr. Fakt 9. Mir fällt es leicht, neue Sprachen zu lernen. Solange ich mindestens eine andere Person in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis habe, die diese Sprache auch spricht oder lernt. Weil eine Sprache alleine lernen, ohne sich mit jemandem in dieser Sprache unterhalten zu können, ist scheiße. Es macht einfach keinen Spaß, weil, wie gesagt, man hat jetzt nichts, wo man
diese neue Fähigkeit direkt einbringen kann. Und deswegen, solange ich mindestens eine andere Person habe, mit der ich mich in dieser Sprache dann unterhalten kann, fällt es mir leicht, diese Sprache zu lernen. Und damit kommen wir zu Fakt Nummer 10. Im letzten Fakt. Ich habe einen sehr, sehr, sehr eigensinnigen Musikgeschmack. Ich höre absolut keine bestimmte Musikrichtung. Ich höre alles, was mir entweder musikalisch oder inhaltlich gefällt oder auch beides. Deswegen besteht meine Playlist aus einer sehr bunten Mischung. Da findet man unter anderem drin die Ärzte, Rammstein, ABBA, Disney-Lieder, was noch? Nickelback, was ja sehr kontrovers gehandhabt wird. Ja, wie gesagt, bunte Mischung. So, das waren meine 10 Fakten, ja, 10 Fakten über mich. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu haben solltet, schreibt es in die Kommentare. Oder schreibt mich auf Twitter an oder wo auch immer. Links sind alle in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video und ich wünsche euch noch schöne Weihnachtsfeiertage. Bis dahin, ciao, ciao.